Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen am Ostersonntag. Ja, ich wünsche euch vorab schon frohe Ostern und ich hoffe, der Osterhase war großzügig bei euch und ihr habt auch alle Ostereier, die vielleicht versteckt waren, gefunden. Ja, wir haben ja ein langes Wochenende. Viele von euch haben ja 4 Tage am Stück frei. Ich habe am Karfreitag noch bis knapp 14 Uhr gearbeitet, also so einen Dreivierteltag gehabt. War aber absolut in Ordnung. Ich habe ja grundsätzlich kein Problem mit den Feiertagsarbeiten, da wir dadurch sehr verwöhnt werden in unserer Firma und ich das wirklich gut finde. Und wenn man nichts anderes vorhat, ist das ja auch absolut machbar. Dementsprechend hatte ich im Grunde gefühlt eine normale Woche. Zwar Donnerstag, Freitag, so einen Dreivierteltag, aber ja, gelesen habe ich 2/3 Bücher, so grob würde ich das sagen. Und auch ein kleinen Minimops-Haul hatte ich ja, da habe ich euch das Unpacking gezeigt. Ich habe in der Thalia in Bayreuth Buchschnäppchen gemacht, 3 Menge-Exemplarbücher mitgenommen, die möchte ich euch zeigen. Dann habe ich noch etwas Cooles in meiner Thalia gefunden, das zeige ich euch. Und natürlich die Bücher dieser Woche. Und ja, als erstes beendet habe ich in dieser Woche Und jetzt lass uns tanzen von Karine Lambert. Ich glaube, sie ist Belgierin, wenn nicht irgendwie sowas in die Richtung und hat hier im Grunde eine französische Geschichte erzählt. Und ja, ein sehr cooles Cover, wie ich finde. Ich mag diese Blautöne, diese beiden Menschen, das sieht sehr schön aus. Dann ging es weiter mit einem Buch, das ich jetzt schon etwas länger habe und ich erst total euphorisch war, dann gemischte Stimmen aufkamen und ich so ein bisschen gedacht habe, das kommt ein bisschen später dran, ich aber diese Woche es dann im Grunde tatsächlich verschlungen habe. Und zwar Der Kuss der Lüge von Mary E. Pearson, ein Jugendbuch, was, denke ich, aber schon ein bisschen erwachsener trotz allem ist, da man hier so ein bisschen Jugend-High-Fantasy hat, mit so ein bisschen was Königlichem, Prinzessinnen und ja, so eine spannende Mischung. Und das Buch, wo ich dann so knapp jetzt 1/3 habe, ist Drood von Dan Simmons. Das haben wir am 8. Mai begonnen zu lesen und lesen jetzt, glaube ich, auch noch knapp 2 Wochen daran. Und das passt auch so grob von der Seitenzahl. Wie ihr seht, es ist wunderbar eingeteilt und da werde ich auch ein klein bisschen was dazu erzählen. Aber wir starten natürlich mit dem ersten Buch der Woche und das war Und jetzt lass uns tanzen von Karine Lambert. Das ist erschienen am 6. März diesen Jahres im Diana Verlag, kostet gebunden 18 Euro, als E-Book 14 Euro und hat um die 225 Seiten. Es geht in dem Buch um die 78-jährige Marguerite. Sie verliert ihren Ehemann, mit dem sie 55 Jahre verheiratet war. Und sie hat so im Nachgang erzählt, sie uns im Grunde ihre Lebensgeschichte, so einen Hauch, wie sie zu ihrem Mann gekommen ist, dass sie 55 Jahre verheiratet waren. Das ist eine sehr kühle, aufrichtige, aber ja, nicht wirklich leidenschaftliche Ehe war. Und auch der gemeinsame Sohn ist eher ein bisschen spießig veranlagt. Und Marguerite merkt irgendwie, das kann doch noch nicht alles vom Leben sein, dass ich jetzt zu Hause sitze und darauf warte, dass das Ende kommt. Ja, sie sinniert ein bisschen über das Leben und die Dinge, die sie nie getan hat und fühlt sich jetzt irgendwie zwar frei, aber hat eben auch lange den Eindruck, dass es zu spät ist und fällt so ein bisschen in eine Depression und der Arzt sagt dann, Mensch, fahren Sie doch einfach mal in dieses Kurhotel, lassen Sie es sich gut gehen. Und das macht sie zum Entsetzen ihres Sohnes, denn er möchte eigentlich ähnlich wie sein Vater alles unter Kontrolle haben und merkt irgendwie hier mit der Mutter, da passt irgendwas nicht. Auf der anderen Seite haben wir Marcel, ein Einwanderer aus Algerien, der als Kind schon nach Paris kam und dort seine erste Kinder-Jugendliebe geheiratet hat, Nora, und auch diese verstirbt. Und Marcel hat so ein bisschen ein ähnliches Problem, dass er auch denkt, war es das denn nun vom Leben, und er eine Tochter hat, die sich um ihren Vater sorgt, die möchte, dass er wieder glücklich wird und irgendwie eben nicht sich abschreibt, eher so ein bisschen andersrum, und die ihm dann eben auch im gleichen Kurhotel im Grunde einbucht und sagt, jetzt geh hier und guck, dass du auf andere Gedanken kommst. Und so treffen sich Marcel und Marguerite und beide merken, irgendwie verbindet sie die Tragik des Lebens
Und ja, sie erzählen uns beide so ein bisschen ihre Geschichte und ob man denn auch noch im hohen Alter glücklich und verliebt sein kann und darf und ja, was da die Welt so darüber denkt. Eine Geschichte, die sehr unspektakulär klingt. Man braucht hier keine Spannung erwarten oder Action, sondern wirklich sehr viel Gefühl. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Es war eine sehr ruhige Geschichte, aber dennoch sehr lebendig, sehr frei. Sie wurde in einer wunderbaren Sprache erzählt. Es war wirklich immer so ein warmes Gefühl, was mit einem einherging. Und man hatte wirklich so das Gefühl, man erlebt diese beiden Leben und was sie einem erzählen, ist von Bedeutung und es ist wichtig. Obwohl sie eben ganz normale Menschen sind. Und die Gefühlwelt wird hier wunderbar rübergebracht und erklärt und erzählt. Und man hat eben den Eindruck, ja, dass man manchmal einfach aus den Konventionen, die einem scheinbar von außen übergestülpt werden, einfach ja, fliehen muss und man lebt eben jetzt. Und das ist ja eine Message, die ich sowieso sehr wichtig finde und gut finde. Und ich mich ja auch versuche, jeden Tag daran zu halten, dass es so ist. Klappt ja nicht immer, aber das ist ja im Grunde eine große Geschichte, ein großes Ding in der Ich-Findung. Und mir hat das wirklich sehr Spaß gemacht. Ich mochte beide Perspektiven, ich mochte beide Charaktere, ich mochte, wie sie miteinander agieren, wie so, ja, wie sie im Grunde überhaupt reagieren auf den Tod des jeweiligen Ehepartners und wie sie dann eben auch merken, ja, ist es das jetzt? Und wir im Grunde zwei unterschiedliche Charaktere haben. Die eine, die sagt, ich will, dass es mehr ist. Und der andere, der sich eigentlich so aufgibt und sagt, naja, wenn sie jetzt weg ist, was soll ich dann noch? Und dann eben so diese Begegnung und dieser Ort aus beiden eben das Beste hervorholt. Und das fand ich sehr schön erzählen. Es hat wirklich Spaß gemacht, den beiden zu folgen, auch den drumherum Charakteren zu begegnen und zu denken, meine Güte, was ist denn der Sohn für einer und die Tochter auch so chaotisch? Und ja, es war einfach eine wunderbare Lebensgeschichte mit einem Hauch Liebe, die ich sehr schön fand, die ich sehr entspannt fand, die ich sehr angenehm fand, die jetzt nicht das Hoch an Emotionen und Gefühlen hat und man vielleicht auch sagen könnte, es plätschert so vor sich hin, aber dieses Plätschern wirklich sehr tief ging und mir sehr nahe ging und mir wirklich Spaß gemacht hat. Also eine Geschichte, die ja, ich im Grunde so ein bisschen erwartet habe, die mir aber tatsächlich viel mehr gegeben hat, als ich erwartet hatte und ich darüber froh bin, dass ich diese ruhige und ja, diese Lebensgeschichte entdeckt habe und gelesen habe, weil sie ja, wirklich etwas Tolles in mir auch ausgelöst hat und mir wirklich Spaß beim Lesen gebracht hat. Und jeder, der eben so Lebensgeschichten gerne liest und auch so ein bisschen Liebe und auch keine Angst hat vor diesen Liebesgeschichten von älteren Menschen, dass das eben möglich ist, ich denke, der hat hier wirklich einen ganz besonderen Schatz, die Geschichte, die einen wirklich sehr nahe geht und Spaß macht. Weiter ging es dann mit Der Kuss der Lüge von Mary E. Pearson. Das ist der erste Teil der Chroniken der Verbliebenen. Ist erschienen am 16. Februar im Bastei-Lübbe Verlag, kostet gebunden 18 € als E-Book 14 € und hat um die 560 Seiten. Im Englischen bekommt man das E-Book bereits so um die 6,50 €. Da ist auch bereits der zweite und dritte Band erschienen. Und Teil 2 ist dann Das Herz des Verräters. Und das erscheint bei uns schon im Mai. Und der dritte Teil soll auch noch in diesem Jahr erscheinen. Was ich wirklich eine tolle Idee finde, dass eine Reihe innerhalb von einem halben, Dreivierteljahr im Grunde abgeschlossen wird und man dann eben pro Teil nur 3, 4 Monate im Groben wartet. Das finde ich wirklich großartig, denn ich finde es immer schwierig, wenn Reihen so ein Jahr brauchen, bis der nächste Teil kommt und man sich hier im Grunde darauf freuen kann, dass es sehr schnell geht. Und ja, aufmerksam wurde ich bei der Geschichte natürlich durch das doch sehr schön gestaltete Cover, durch diese Frau vorne drauf, die eben wegguckt, wir kein Gesicht sehen und es so geheimnisvoll wirkt. Und dann eben auch so der Name, der Kuss der Lüge, der so erahnen lässt, wohin könnte es gehen, dass es um Verrat geht. Und ja, wir haben hier die 17-jährige Lia bzw. Arabella. Sie ist die erste Tochter des Hauses Morrigan und als erste Tochter des Königs und auch im Grunde von ihrer Mutter erbt sie eine besondere Gabe. Und da es eben in diesen Königreichen nicht ganz so friedlich zugeht, soll sie den Prinzen vom etwas verfeindeten Königreich heiraten. Und wir erleben sie mitten in der königlichen Zeremonie, erleben, was da im Grunde so ein bisschen Tradition ist. Aber ja, unsere Lia hat nicht vor, ja, den Prinzen zu heiraten, denn sie hält überhaupt nichts davon, dass sie jemanden heiraten soll, den sie nicht mal gesehen hat, nicht mal kennt und ist eigentlich auch noch verärgert über ihn, wie er es zulassen kann,
dass sein Vater ihm eine Braut aussucht. Und so, ja, flieht sie am Tage ihrer Hochzeit im Grunde so kurz vor dem Altar zusammen mit ihrer Zofe Pauline an den Ort, wo Pauline im Grunde aufgewachsen ist. Und ja, sie versuchen da im Grunde ein unauffälliges Leben zu führen, helfen da in der Gaststätte, in der Pension, wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, tauchen da im Grunde ein wenig unter. Wir erleben die Geschichte aus der Sicht von Lia. Zum anderen erleben wir auch die Geschichte vom Attentäter und auch vom Prinzen selbst. Denn beide sind auf der Suche nach Lia aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das Spannende ist, was ich sehr gut gemacht fand, war, dass ja, Lia im Grunde in dieser Gaststätte eines Abends eben auch auf zwei junge Männer trifft, auf Rafe und Caden. Und ja, wir ahnen recht schnell, dass einer davon eben der Prinz ist und der andere davon der Attentäter, wissen aber sehr, sehr lange nicht, wer ist was. Das heißt, wir erleben zwar, was uns der Attentäter und auch der Prinz erzählen, wissen aber im Zusammenhang, wenn wir die Geschichte von Lia erleben, dadurch, dass es in der Ich-Perspektive erzählt wird, nicht, ja, mit welchem von beiden, wo müssen wir aufpassen, wer ist der Verräter, wer ist der Prinz und ja, welche Intention haben die beiden Herren dahinter. Das fand ich großartig gemacht. Und ja, man merkt es schon, es geht natürlich dann in diese Richtung, dass der Attentäter vorhat oder den Auftrag hat, im Grunde Lia zu töten und der Prinz sich eigentlich ein eigenes Bild machen wollte, warum dieses Mädchen ihn im Grunde vor den Altar hat stehen lassen und im Grunde ja so die Freundschaft der beiden Länder aufs Spiel gesetzt hat. Und wer jetzt denkt, das ist so ein typisches Jugendbuch, dem muss ich absolut enttäuschen, denn es war wirklich großartig. Es war ein unglaublich schöner Sprachstil. Mir hat der Erzählstil der Geschichte unglaublich gut gefallen. Es hat mich wirklich gepackt, mitgenommen. Die ersten 200 Seiten waren großartig, die letzten 200 Seiten waren großartig. In der Mitte wurde es etwas unspektakulärer, es wurde langsamer, es wurde ein bisschen tiefgründiger. Und viele haben gesagt, dass sie das ein bisschen langatmig und langweilig fanden. Hier muss ich sagen, fand ich persönlich gar nicht. Denn gerade dieses, dass wir ein bisschen in die Tiefe gehen, dass wir die Charaktere näher kennenlernen, ihre Beweggründe und was sie fühlen und denken, fand ich wirklich großartig gemacht. Und mir hat das ganze Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein kleines Highlight geworden. Ich hätte gar nicht mehr gedacht, dass mich ein Jugendbuch wirklich so packen kann, mitreißen kann. Und ich mochte tatsächlich auch Lia. Ich habe ja in Jugendbüchern sehr oft das ja, etwas mulmige und schlechte Gefühl mit den weiblichen Protagonisten, weil ich denke, oh, wie die sich immer verhalten. Das hatte ich bei Lia gar nicht. Sie ist eine starke Frau, sie weiß, was sie will und sie schwankt auch nicht ständig zwischen den Gefühlen. Sie hat zwar manchmal schon ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrem Königreich, vielleicht auch noch gegenüber ihrer Familie, ihren Brüdern, aber sie weiß eben, was das Beste für sie ist und das vertritt sie auch. Und sie ja, wächst in diese Geschichte hinein und auch ihr Charakter entwickelt sich wirklich großartig und dieses geheimnisvolle Spiel, dass wir ja im Grunde wissen, dass sie ihrem Attentäter und ihrem Prinzen schon begegnet sind, sie davon aber gar nichts ahnt, fand ich super spannend, denn man war als Leser hier im Grunde irgendwie mit dabei und man hat eben schon viel mehr Wissen gefühlt gehabt, wusste natürlich nicht, wer ist wer. Und ja, als sie dann im Grunde noch so ein bisschen das Verwirrspiel, als das im Grunde dann aufgelöst wurde, war ich wirklich sprachlos über die verschiedenen Wendungen, die sich da aufgetan haben. Und das hat dann wirklich die letzten 200, 250 Seiten mega spannend gemacht. Und es hat unglaublichen Spaß gemacht. Ich fand auch wirklich die Sprache grandios. Mir hat das echt was gegeben. Es war wirklich flüssig. Man hatte wirklich Lust, immer weiter zu lesen. Man wollte das Buch gar nicht mehr weglegen. Und es hat einen wirklich so in den Bann gezogen. Und es ist wirklich so ein kleines bisschen High-Fantasy schon für Jugendliche, aber wirklich gut gemacht. Und es ist auch an mancher Stelle brutal, wie es eben so in diesem Genre auch manchmal üblich ist. Und man hat eben so eine Welt, die einem auch unglaublich bildlich gezeigt wird. Man hat wirklich Film, der einen im Kopf abläuft. Und man hat auch die Landschaft vor Augen, weil sich eben die Autorin Zeit nimmt, diese zu erklären. Nicht übermäßig, gar keine Frage. Ich glaube, da würde ein Jugendlicher dann auch einfach nicht mitmachen. Aber eben genügend, dass es mir als High-Fantasy-Leser auch wirklich gereicht hat und ich zufrieden war und was darunter mir greifen konnte. Und mir hat es unglaublich gut gefallen. Der Wehmutstropfen kam dann gegen Ende, da wir ja einen ganz gemeinen Cliffhanger haben. Darauf muss sich jeder einstellen. Ich hatte damit gar nicht gerechnet. Mein E-Book hat irgendwie gefühlt noch 5, 6, 10 Seiten angezeigt und ich dachte, oh, jetzt kommen wir dem Ende nahe und das Buch endete mittendrin gefühlt. Und dann kam die ewig lange Danksagung. Ich dachte, nein, nein, nein. Ich hatte auch für einen Moment das Gefühl, holt ihr einfach das englische E-Book.
Aber ich persönlich finde es unglaublich schwierig, in eine Reihe dann in eine andere Sprache einzusteigen. Also ich tue mir da persönlich ein bisschen schwer, wenn ich Band 1 und 2 zum Beispiel im Deutschen gelesen habe, mir dann den dritten Band im Englischen zu holen, weil man da irgendwie gefühlt nicht in der Sprache drin ist, nicht in der Ausdrucksweise drin ist. Und deswegen warte ich jetzt geduldig auf Mitte, Ende Mai. Ich glaube, am 22. ist es soweit und freue mich da dann auf jeden Fall auf den zweiten Band. Also eine absolute Empfehlung auch für Leute, die in Jugendbüchern vielleicht sonst immer ein bisschen zu klischeehaft oder sonstigem sind. Ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich ein Highlight unter den Jugendbüchern, die mir also diesmal wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, und dann währenddessen schon habe ich eigentlich bei allen beiden Büchern dann schon in Jude gelesen, und zwar von Dan Simmons. Ein Buch, das im Jahr 2010 im Heine Verlag erschienen ist, als Taschenbuch für 11 Euro erhältlich ist. Ich habe es gebraucht, glaube ich, bei Rebuy bestellt. Es ist jetzt nicht im besten Zustand, es hat mich zu dem Preis aber nicht gestört und ich habe ja nichts dagegen, wenn Bücher gebraucht aussehen. Das englische E-Book, habe ich gesehen, gibt es aktuell sogar für 3,50 Euro. Im Deutschen gibt es kein E-Book, was leider 2-3 Mitleser in unserer Lesegruppe gemerkt haben, da sie spontan mit einsteigen wollten und dann, oh Gott, es gibt gar kein E-Book. Was ich mir tatsächlich gar nicht erklären kann, denn 2010, kurze Zeit später, kamen ja die E-Books auch so richtig in Fahrt, wenn nicht sogar schon 2010. Und auch alle anderen Dan Simmons Bücher irgendwie als E-Book da sind. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ja, leider gibt es das sozusagen dann nur als echtes Zuhandnahmebuch und das Buch hat um die 976 Seiten. Wir haben am 8. Mai, also vor einer Woche, damit gestartet und wir haben jetzt auch noch 2 Wochen vor uns, sind also grob so bei einem Drittel. Und ja, Dan Simmons, wir haben im Januar ja schon Terror gemeinsam gelesen, auf Empfehlung des lieben Thorstens, sein Kanal und auch die Leserunde. Und in der Infobox, denn wir haben ja nicht nur eine Drude-Leserunde, nein, wir haben eine Dan Simmons-Leserunde gegründet und da werden jetzt im Grunde Dan Simmons-Bücher gelesen und vielleicht auch Bücher, zu denen er uns irgendwie motiviert, wie in diesem Fall vielleicht mal zu einem Charles Dickinson-Buch zu greifen oder zu einem Wilkie Collins-Buch. Und ja, das Buch Drude spielt in London 1865 und wir erleben eben ja ein bisschen die Lebensgeschichte von Charles Dickens und diese wird uns erzählt ja aus der Sicht eines seiner besten Schriftstellerfreunde, Wilkie Collins, ein Autor, von dem ich tatsächlich noch nichts groß vorher gehört habe, was auch daran liegt, dass er historisch belegt im Grunde im Schatten seines Freundes immer stand und eben eher ein Augenmerk auf Charles Dickens gelegt wurde als auf Wilkie Collins. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, es gibt von Wilkie Collins ein Buch, Die Frau in Weiß. Der spricht mich unglaublich an und ich glaube tatsächlich, dass man das mal so als nächstes Buch in dieser Leserunde, in diesem Leseclub sozusagen sich vornehmen könnte. Oder dann eben auch ein Charles Dickens. Ich glaube, von Charles Dickens habe ich 3 oder 4 Bücher gelesen. Also man kennt ja von Charles Dickens Christmas Carol, die Weihnachtsgeschichte. Man kennt Große Erwartungen, Oliver Twist. Ja, ich glaube, die habe ich auch gelesen. Ich glaube, noch irgendein Buch. Und es gibt das Buch mit diesen 2 Städten, deren Namen ich mal wieder vergessen habe, das ich aber auch unglaublich interessant fände und man eben so den Weg vielleicht ein bisschen zu den Klassikern findet und ja, das dann einfach auch gemeinsam liest, denn das gemeinsame Lesen ist einfach großartig. Auch bei einem Wälzer von um die 1000 Seiten merkt man einfach, wenn man sich nach jedem Leseabschnitt oder jedem zweiten Leseabschnitt so ein bisschen austauscht, dass man eben manchmal auch Dinge ja, einem auffallen, auf die man dann auf einmal achtet, die einem wichtig werden, die man vielleicht alleine gar nicht gemerkt hätte. Und atmosphärisch ist dieses Buch bisher wirklich sehr großartig. Es geht in den Londoner Abgrund und ja, Charles Dickens hat im Grunde ein Eisenbahnunglück, ist da eben mit dabei, überlebt es aber und trifft dort dann eben auf einen sehr großen, dunkel angezogenen Mann namens Drude. Im Grunde so, wie er wahrscheinlich hier auch abgebildet ist. Und zusammen mit Wilkie Collins ja, geht er jetzt im Grunde auf die Suche und dazu eben auch ja, in den Untergrund, in die Unterstadt von London und ja, so viel mehr ist gefühlt noch gar nicht passiert. Man erfährt natürlich ein bisschen mehr über Charles Dickens, auch über Wilkie Collins, über das London der damaligen Zeit und wirklich besonders gelungen finde ich die Du-Ansprache, wenn Wilkie Collins uns im Grunde mit Hey du Leser in der Zukunft anspricht und uns vielleicht sogar erklärt, warum er uns manche Dinge
ja, jetzt im Grunde mitteilt. Und das macht er unglaublich, ja, mit so einem wunderbaren englischen Humor, wie ich finde. Also es ist sehr düster, an mancher Stelle auch gruselig. Gerade so die Abgründe fand ich unglaublich gänsehautmäßig. Es war jetzt der vorletzte Leseabschnitt so ein bisschen, wo ich dachte, ja, jetzt ist es auch mal ein bisschen zu atmosphärisch. Jetzt können wir mal gerne wieder zur Handlung kommen. Aber bei 1000 Seiten ist eben so ein Leseabschnitt von knapp 50 Seiten halt eigentlich nichts. Und ich glaube, das würde einem gar nicht auffallen, wenn man das Buch einfach so weiterlesen würde und eben nicht nach 50 Seiten aufhört, wo man denkt, oh, ja, die letzten zwei Kapitel waren jetzt ein bisschen, weil man eben aufhört und es bewusst macht. Und dieses Bewusste ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs Weiterlesen und ihr werdet auch in der nächsten Bücherwoche und in der darauffolgenden auf jeden Fall was dazu hören und dann natürlich auch die abschließende Meinung. Es wird wohl auch wieder einen kleinen Hangout dann zu Drood geben, worauf wir uns dann alle freuen können und ja, auf weitere Bücher. Es ist jetzt so eine Überlegung, zumindest auch von mir, ich würde im Mai gerne ein Buch lesen, das ich in meiner Medimops-Bestellung dabei hatte. Die Entdeckung der Langsamkeit war ja bei meiner Medimops-Bestellung dabei und das ist ja ein Buch, das mir bei meinen Recherchen zu Terror immer mal wieder über den Weg lief. Und ja, es haben sich schon einige gefunden, die das gerne mitlesen würden. Und das machen wir eben auch in der Dan Simmons-Gruppe. Wer vielleicht dann das Buch spannend findet, es ist auch kein zu dickes Buch. Ich glaube, grob 300 Seiten. Der guckt natürlich auch mal in die Infobox. Ich packe natürlich alles dazu. Und ihr dürft euch jetzt die nächsten Bücherwochen darauf freuen, immer mal noch was über Drood zu hören. Dann gab es diese Woche eine Jagd meinerseits, denn ich habe auf Facebook bei Thalia und bei vielen Leuten über Instagram, ja, das kann auch Fluch und Segen zugleich sein, eine tolle Thalia-Tüte entdeckt, einen Stoffbeutel, denn Thalia wird jetzt auch umweltbewusst und schafft Plastik ab und ja, habe mir in der Thalia den Jutebeutel von Thalia geholt. Jetzt werdet ihr denken, Steffi, so spektakulär ist der nicht. Ich gebe euch absolut recht, denn eigentlich ist auch nur die Rückseite dieses Beutels interessant, auf der dann eben steht, Bücher verwandelt Muggel in Zauberer. Und als großer, großer Harry Potter Fan musste dieser Jutebeutel einfach bei mir einziehen und ich finde ihn einfach wunderschön. Es ist nur ein Jutebeutel, aber er ist großartig gemacht. Ein bisschen geärgert hat mich ein wenig die Geschichte dazu, denn ich bin in unsere Thalia rein, habe ganz höflich an der Kasse gefragt, wurde dann in die Kinder-Fantasy-Abteilung geschickt, habe dann da die relativ junge Frau gefragt, Verkäuferin, ich bin auf der Suche nach. Dann guckt sie mich so ein bisschen, ja, sie hat mich, glaube ich, ein bisschen zu alt eingeschätzt für Harry Potter. Und dann hat sie gesagt, ja, die Beutel haben wir hier, allerdings nur für Leute, die eben auch was von Harry Potter kaufen. Ja, dementsprechend müsste ich jetzt ein Harry Potter Buch mitnehmen, um dann den Beutel kaufen zu können. Also den gibt es ja nicht umsonst dazu. Der hat, glaube ich, jetzt 1 oder 2 Euro gekostet. Und dann habe ich sie einen Moment entsetzt angesehen und habe gesagt, okay, das bedeutet ja jetzt, ein echter Harry Potter Fan, der das seit Anfang an cool findet und alle Bücher schon zu Hause hat, wird so einen Beutel nie mehr in die Hand bekommen, denn was soll er denn jetzt noch kaufen, um so einen Beutel zu bekommen? Und ich dachte so in dem Moment, oh Steffi, hast du das jetzt wirklich laut gesagt? Und ich wollte, also die Verkäuferin kann ja gegebenenfalls gar nichts dafür, aber sie hat schallend losgelacht und hat gesagt, okay, das Argument finde ich gut, wie viele Beutel ich gerne hätte und ich habe am Schluss gesagt, ich würde gerne alle nehmen. Ja, nein, ich habe dann ja, einen Beutel bekommen, beziehungsweise habe ich 2 bekommen und der zweite ist das Geburtstagsgeschenk oder eins der Geburtstagsgeschenke für meine Schwester, die Bücherwoche sich eh nie anguckt, weil es viel zu langes Video ist. Dementsprechend kann ich das erzählen. Und ja, habe jetzt im Grunde 2 Beutel und freue mich wirklich sehr. Also fragt in eurer Thalia danach und lasst euch nicht abspeisen, sondern ihr habt genauso ein Recht auf diesen Beutel wie jeder andere. Und Leute, es ist ja auch nur ein Jutebeutel, aber ich fand ihn wirklich schön. Und ich freue mich jetzt damit, demnächst auch einkaufen zu gehen und werde den jetzt wirklich immer mit dabei haben. Bin eh ein Fan von Stoffbeuteln, bin sonst eher ein Fan von den DM-Beuteln, weil die so schön quietschbunt sind und habe dann jeder Tasche ein, aber der, ach ja, darf mich jetzt immer mal begleiten. Ja, dann habe ich ja eine kleine Medimops-Bestellung gemacht. Da packe ich euch einfach mal das Video in die Infobox. Da sind ja ein paar Bücher bei mir eingezogen. Und das war aber noch nicht genug Bücherhaul diese Woche, denn ich war am Donnerstag in Bayreuth. Wir haben da meine Schwester vom Bus abgeholt, denn der Bus von Köln, der Flixbus, landet im Grunde immer in Bayreuth. Der fährt nicht direkt bis zu uns nach Hause.
Und da waren wir dann im Roten Main Center und da gibt es eine Thalia und die hatten so einen Sonderverkauf, eben wieder so Taschenbücher, Mängelexemplare, so ähnlich wie es letztes Jahr im August der Fall war, wo ich ja 10 Taschenbücher für 10 Euro gekauft habe. Ich glaube, ein Buch hätte 3,99 gekostet, wenn ich mich nicht irre, und ab 3 Büchern haben sie dann 2,99 gekauft und ich hatte 4 Bücher in der Hand. Hätte dann aber wiederum, glaube ich, 5 gebraucht, um nochmal eine Ersparnis zu haben und wollte aber nicht auf Biegen und Brechen 5 Bücher kaufen. Dementsprechend habe ich dann eins hat mich dann im Grunde verlassen und so habe ich jetzt 3 Bücher für nicht mal 10 Euro. Und bin sehr, sehr gespannt auf die Geschichten. Zum einen von Ursula Poznanski, Stimmen, ein Thriller, den ich schon etwas länger auch auf der Wunschliste hatte. Ich habe noch nichts von Ursula Poznanski gelesen. Ich habe auch gar nicht groß auf den Klappentext geguckt und bin einfach gespannt auf die Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie zu einer Reihe gehört. Ich glaube, das ist irgendwie ein Ermittlerduo gibt es hier. Ich weiß nicht, ob man die in der Reihe nachlesen muss. Da muss ich mich mal schlau machen. Ich hatte aber einige Poznanski-Bücher auf meiner Wunschliste. Und es heißt hier, er hat die Zeichen gesehen, er sah sie seit Jahren schon und hatte immer wieder versucht, die Menschen zu warnen. Doch nie wollte jemand ihm glauben. Sie hatten ein Opfer dargebracht, auf keinen Fall durften sie ihn hören. Sie wissen, wer du bist. Und dann heißt es, Menschen, die wirr vor sich hin murmeln, die sich entblößen, Stimmen zu hören. Die Psychiatriestation des Klinikums Salzburg-Nord ist auf besonders schwere Fälle spezialisiert. Als einer der Ärzte ermordet in einem Untersuchungsraum gefunden wird, muss die Ermittlerin Beatrice Kaspari versuchen, Informationen aus dem Patienten herauszulocken. Aus traumatisierten Seelen, die in ihrer eigenen Welt leben und nach eigenen Regeln spielen. Das Buch hat keine Schramme, nichts, nur unten den Mängelexemplarstempel und kostet jetzt, also eigentlich 10 Euro, hat halt jetzt 3 gekostet, dementsprechend wirklich eine tolle Ersparnis. Dann habe ich mir mitgenommen von Moira Young, Dustlands, die Entführung. Es ist der erste Band, es steht zumindest hinten drauf, eines epischen Fantasy-Abenteuers, eine Geschichte, die das Herz schneller schlagen lässt. Und es heißt im Klappentext, sie nennen mich den Todesengel, weil ich noch nie einen Kampf verloren habe. In einer wilden und wüsten Landschaft, wo das Leben wenig wert und das Überleben hart ist, lebt die junge Saba am abgeschiedenen Silver Lake. Eines Tages tauchen 4 bewaffnete, schwarz gekleidete Reiter auf und nehmen ihren Zwillingsbruder mit. Mit dem Mut der Verzweiflung macht sie sich auf den Weg, um ihn zu finden. Vor ihr liegen Gewalt und Verrat und sie muss stark sein wie ihre Armbrust, um zu überleben. Aber sie hat eine schlaue Krähe an ihrer Seite und einen gut aussehenden Dieb, dessen Augen leuchten wie der Mond. Und ich finde, das klingt nach einer sehr spannenden Dystopie im Grunde, nach einem Roadtrip durch die Wüste, dementsprechend auch Dustlands. Und es klingt eben auch nach einer spannenden Geschichte mit einer starken Protagonistin. Und ich freue mich sehr. Ich glaube, es ist eine Trilogie. Dementsprechend könnte ich mir sogar vorstellen, dass schon alle 3 Teile da sind. Mich hat also wirklich so das Cover angesprochen, der Klappentext und das hinten drauf stand der erste Band. Dachte ich, das nimmst du auf jeden Fall mit. Ich finde es auch wirklich sehr schön gemacht. Und als drittes Buch etwas ganz anderes, was wieder in ein ganz anderes Genre geht. Ich aber so ein bisschen in Frühlingsstimmung war, von Joe Blatt, Herz über Kopf. Und wir haben hier einen kleinen Buchladen drauf und das hat mich so direkt, ich finde es vom Cover sehr schön gestaltet, sehr schlicht und doch irgendwie, ja. Das heißt hier, wenn der Mann, den du liebst, dich ohne ein Wort der Erklärung vor dem Altar stehen lässt. Wenn du dich eigentlich nur noch zu Hause vergraben möchtest, zu viel Tee trinkst und bei jeder passenden, unpassenden Gelegenheit in Tränen ausbrichst. Wenn dann auch noch dein bärtiger, aber durchaus gut aussehender Nachbar vor der Tür steht und dir beichtet, dass er dein geliebtes Meerschweinchen überfahren hat mit dem Rasenmäher. Stehst du dann vom Sofa auf und gibst dem Leben und der Liebe eine zweite Chance. Ein warmherziges Debüt über Abschiede, Neuanfänge und die manchmal turbulente Suche nach der Liebe fürs Leben. Fand ich super schön vom Klappentext, hat mich so in der Frühlingsstimmung, in der ich mich da befand, einfach angesprochen. Ich habe, glaube ich, tatsächlich noch nichts groß von dem Buch irgendwie im Kopf. Wüsste nicht, dass das, wann das irgendwie grob herauskam, ob das ein gutes Buch ist. Also, ne, das war, glaube ich, 2015. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, das mal irgendwo gesehen zu haben. Dementsprechend freue ich mich, es jetzt zu entdecken. Und bis auf das Meerschweinchen, das ist echt dramatisch. Finde ich es wirklich spannend, interessant und freue mich da so auf ein bisschen, eine Lebens- und Liebesgeschichte. Und deswegen durften die 3 Bücher mit. Ja, mehr gibt es, glaube ich, zu der Woche grob gar nicht zu erzählen. Filmtechnisch habe ich gestern Abend,
Nein, gestern Abend, vorgestern Abend. Die Dornenvögel mal so ein bisschen genossen. Das ist ja auch eine Verfilmung von der Autorin Colleen McCulloch, ich weiß gar nicht mehr. Eine Frau, die ja sehr viel, also eine Autorin, die sehr viel über Australien geschrieben hat, sehr viele Familiensagen geschrieben hat und ich die Dornenvögel sogar da im Regal stehen habe. Eine Geschichte, die mich von Kind an sehr begeistert hat mit ja, dem Zweifel an der katholischen Kirche, denn wir haben ja hier einen Priester, einen Pater, der sich im Grunde in die kleine Maggie irgendwie verliebt, anfänglich ihr noch väterliche Gefühle hat, dann später sich immer mehr zu ihr hingezogen fühlt, das eigentlich dem nicht nachgeben möchte, denn er ist ein bisschen ehrgeizig und möchte eigentlich gerne Papst werden. Und ja, sie im Grunde irgendwie kein so richtiges Glück in ihrem Leben hat, die Menschen, die sie liebt, verliert. Und ja, im Grunde man hier eine große Familiengeschichte erlebt, über Jahrzehnte Maggie im Grunde verfolgt mit Ehe und Kindern und den Verlust eben von Familienmitgliedern und ja, dann am Ende, ja, was denn dann vom Leben übrig blieb und ob es sich lohnt, auf das Ende zu warten. Und eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich gucke die, also ich habe die bestimmt in meinem Leben schon 12, 13 Mal gesehen. Kommt immer gefühlt immer über Ostern, kommt immer irgendwie auch manchmal an Weihnachten, wobei da ist ja eher Sissi angesagt und Winnetou, aber es gibt da immer so einen Rhythmus. Und ja, eine Geschichte, die mir immer wieder Spaß macht, ist glaube ich ein Vierteiler. Ich habe auch die DVDs hier, aber freue mich natürlich, wenn ich sie im Fernsehen finde, dann auch noch ohne Werbung, dann bin ich da gerne mal mit dabei. Und ich habe, glaube ich, Teil 1 und 2 geguckt und werde jetzt 3 und 4 die nächste Zeit mal auf DVD anschauen und am Ende so richtig schön weinen. Weil das ist echt so ein bisschen eine Heulgeschichte. Aber ich finde, Emotionen sind immer gut und dürfen bei einem Film auf jeden Fall, ja, dürfen nicht zu kurz kommen. Und ja, das soweit, glaube ich, jetzt zur wirklich letzten Woche. Glaube ich, sonst ist nichts Spektakuläres in irgendeiner Art und Weise passiert. Nein, ich glaube nicht. Ihr findet natürlich alle Links und Lesegruppen unten in der Infobox. Und wenn ihr, wie gesagt, noch Lust habt, da im Grunde mitzulesen, bei die Entdeckung der Langsamkeit, sagt gerne Bescheid, kommt dazu. Und ja, dann können wir da im Mai gerne was lesen. Und ja, ich wünsche euch heute noch einen schönen Ostertag oder auch einen schönen Feiertag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Wenn die Feiertage schon rum sind und ihr das Video seht, wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke euch fürs Zusehen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.